Unglaublich. 7:08 plötzlich steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür und nimmt den Hund weg. Man kann sich mal versprechen, auch bei einem ernsten Thema. Einmal atmen. Der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür. In dem Fall ist es wirklich dramatisch. Das Ehepaar hatte nämlich 5.000 € schon gezahlt für Operationen für den Hund. Ja, das Tier war sterbenskrank und sie haben es eigentlich gerettet. Das Unglaubliche, nach über einem Jahr hat dessen alte Besitzerin jetzt Anzeige erstattet und will den Hund zurück. Die letzten Bilder von Patty im Haus der Reiners, in dem die Sheltie-Hündin liebevoll gepflegt wurde. Vor über einem Jahr nehmen sie sie krank hier auf und lassen sie für viel Geld behandeln. Tierarztkosten 5.000 €, die das Ehepaar aus eigener Tasche zahlt. Dennoch klingelt vor einigen Tagen plötzlich der Gerichtsvollzieher. Es war ganz, ganz schrecklich, dass das mit der Polizei alles abgeholt worden ist. Also diese Geschichte, die vergisst man auch nicht. Das ist wie ein Schock. Aber am Beschluss des Amtsrichters ist nicht zu rütteln. Die Reiners müssen den Hund abgeben. Und er hätte hier den Bescheid, Vollstreckungssache. Ja, dann kam Patty noch um die Ecke und war ganz neugierig und legte sich dann hier vorne daneben auf ihre Deckung drauf und guckte ganz interessiert, was passiert denn jetzt hier. Ja, und dann musste ich Patty ja ins Auto legen. Die Hundebesitzerin hatte das Tier bei ihrer Großmutter zurückgelassen. Die alte Dame aber war mit der Pflege überfordert. Jan Börries und Brunhild peppeln die 14 Jahre alte Hündin mühevoll wieder auf. Doch ein Jahr später klagt die Ex-Halterin auf Rückgabe von Patty und bekommt Recht. Die Reiners halten das für einen Fehler. Ich möchte doch endlich mal darum bitten, dass sich Tierärzte untereinander mal unterhalten. Dass auch das Veterinäramt mal bei Frau anruft und sich mit der mal auseinandersetzt über diese Situation, wie Paddys Zustand war und wie wir sie wieder aufgepäppelt haben. 5.000 € investiert das Ehepaar in die OP-Kosten für Patty. Und nun soll sie wieder dorthin zurück, wo sie so krank wurde? Die Ärzte haben die Besitzerin sogar wegen Tierquälerei angezeigt. Aber selbst darauf haben die Behörden nicht reagiert, berichten uns die Reiners. Mehrfach hätten sie das Veterinäramt gebeten, sich des Falls anzunehmen und nur einmal direkt mit den behandelnden Tierärzten zu sprechen. Vergebens. Und das trotz der Anzeige durch die behandelnden Tiermediziner. Zitat: Hiermit erstatten wir Strafanzeige wegen grober Tierquälerei. Pattys Erkrankungen hätten bei einer regelmäßigen tierärztlichen Vorstellung schon viel früher erkannt und behandelt werden müssen. Aber zum Entsetzen der Reiners hat die Anzeige der Tierärzte keinerlei Folgen. Das Veterinäramt nimmt sich Pattys Falls nicht an. Wir wollen nachschauen, wie es der knapp 15 Jahre alten Hündin jetzt in der neuen, ungewohnten Umgebung geht. Aber niemand öffnet uns. Reiners werden Pattys Kuschelsachen nun schweren Herzens entsorgen müssen. Was bleibt, ist eine Riesenenttäuschung und die Sorge um das Tier. Alle gucken hin, alle wissen, worum es geht. Es geht ums Tierwohl. Der Richter weiß, worum es geht, der Polizist weiß, worum es geht, der Gerichtsvollzieher, der Anwalt, alle wissen, aber keiner kann was tun. Das ist dann nicht richtig so, dass so mit einem Tier irgendwie so umgegangen wird, nur weil es eine Sache ist. Das kann nicht sein. Aber aus Sicht des Amtes ist Patty in ihrem neuen Zuhause nicht in Gefahr und somit greift das Tierschutzgesetz in diesem Fall auch nicht. Die Reiners geben den Kampf um Patty jetzt auf. Und die 5.000 €, die sie für OPs ausgegeben haben, wollen sie auch gar nicht wiederhaben. Auch wenn ihnen so am Ende nichts bleibt als ein gebrochenes Herz. Die wundervolle Veronika!